Beiläufig in der Mitte des gegen 7 Stunden langen, freundlichen Isentales liegt der Marktdorfen, an dessen nördlichem Hügelrande sich der sogenannte Rupprechtsberg erhebt, welchen 2 großartige Gebäude, die große, schön ausgestattete Pfarrernwallfahrtskirche und das Priesterhaus zieren, die das ganze schöne Isental beherrschen. Westlich von diesem Berge erblickt man die alte Pfarrkirche der Gegend Oberdorfen und im weiteren Umkreise erheben sich mehrere kleine Ortschaften und das über Burgrhein, Isendorfen und Ampfing in den in sich begebende Isenflüsschen bewässert allenthalben die fruchtbare Gegend. Das schrieb im Jahre 1856 der Oberdorfner Lehrer und Heimatforscher Bernhard Zöpf in seiner Geschichte des Marktes Dorfen. Ursprünge von Dorfen liegen weit in der Vergangenheit. Archäologische Funde zeugen von keltischen Siedlungen in der Umgebung, wie zum Beispiel in Leupfing. Und der Fund einer keltischen Goldmünze liefert die Nachweise. Um 15 vor Christus kamen die Römer ins bayerische Land und beherrschten fast 500 Jahre die Gegend. Nach einigen Quellen führte auch eine römische Straße aus Italien über das Isental nach Regensburg und damit könnte Dorfen auch durchaus schon eine römische Straßenstation gewesen sein. Die Wittelsbacher erhielten im Jahre 1180 das Herzogtum Bayern vom Kaiser Barbarossa. Auf dem dünn besiedelten Gebiet befanden sich damals nur einige Bischofssitze. Die Herzöge gründeten nun eine Reihe von Städten, quasi auf dem freien Felde, aber meist neben einem bereits bestehenden Ort. Der Grund wurde von Landmessern in Parzellen aufgeteilt und mit Kaufleuten und Handwerkern besetzt. Die Gründe der Wittelsbacher waren einleuchtend. Sie sicherten damit ihren Herrschaftsbereich und die Städte sorgten für kontinuierliche Steuereinnahmen. Marktdorfen wurde in der Nähe des bereits seit mindestens 773 existierenden Oberdorfen gegründet. Der Grundriss der Stadt zeigt auch das typische Achsenkreuz mit seinen breiten Straßen und Plätzen, die für die Märkte und eine große Anzahl von Fuhrwerken und Menschen geschaffen wurde. 2 sich kreuzende Straßen, nämlich Landshut-Rosenheim und München-Eckenfelden, teilten den Stadtbereich in 4 gleich große Viertel. Auf dem damals sumpfigen Gelände an dem Flüsschen Isen wurden die ersten Grundstücke abgemessen. Und die ersten Häuser wurden errichtet und ein doppelter Wassergraben und Palisadenzaun schützte die kleine Siedlung. Hier werden die Bürger später einmal die Marktkirche errichten. Nach und nach wächst die Siedlung. Immer mehr Bürger werden angelockt durch Vergünstigungen und Steuererleichterungen und der Aussicht auf eigenen Grund und Boden. Die Marienkapelle auf dem Berg war bald zu klein
und um 1350 wurde ein neues Gotteshaus, eine gotische Hallenkirche, erbaut. Und auf einem freien Platz, mitten im Markt, errichteten die Bürger im Jahre 1390 die jetzige Marktkirche und stifteten darin eine Frühmesse, damit auch ältere und gebrechliche Bürger den Gottesdienst besuchen konnten und nicht den beschwerlichen Weg hinauf zur Marienkapelle gehen mussten. Vermutlich Mitte des 14. Jahrhunderts wurden die Ein- und Ausfallstraßen von Dörfern mit Türmen und Toren geschützt. Wir kennen das Hager- oder Hämmerlentor, das Altöttinger oder Untere Tor, das Kirch- oder Wesener Tor, das Isener oder Weiteltor. Damit konnte über Nacht das Tor und damit auch die Stadt verschlossen werden, um Bettler, Straßenräuber und Gesindel fernzuhalten. Und bei Kriegsgefahr wurde die Zugbrücke hochgezogen und mit dem Wassergraben als Schutz fühlten sich die Bürger sicher. Die niederbayerischen Herzöge statteten den Markt mit Rechten und Freiheiten aus, verliehen ihm 1331 das Landshuter Marktrecht mit zahlreichen Verbesserungen gegenüber den früheren Privilegien. Zu dieser Zeit hatte Dorfen bereits 6 Märkte, daraus kann man auf eine bevorzugte Stellung Dorfens schließen. Es hatte mehr Jahrmärkte als manche Orte, die weit größer waren. Außer diesen 6 alten gefreiten Märkten hatte Dorfen schon im 16. Jahrhundert noch 3 sogenannte ungefreite Märkte. Es wurde hauptsächlich Stoffe aus Tuch und Leinwand gehandelt, außerdem Birnen und Walnüsse. Der größte und bekannteste Markt war der Gallimarkt, der jeweils im Herbst stattfindet. Vom Dreißigjährigen Krieg ist auch Dorfen nicht verschont worden. Der schreckliche Krieg begann im Jahre 1618 und schwedische und französische Truppen überzogen Deutschland mit Feuer und Schwert. Im Jahre 1632 und auch 1634 standen schwedische Truppen auf ihrem Weg von Landshut nach München vor den Toren der Stadt. Die Zugbrücke und auch der Wassergraben waren keine großen Hindernisse für die schwedischen Truppen und so stürmten sie die Stadt, plünderten die Häuser, brachten zahlreiche Bürger um und setzten die Häuser in Brand. Die Wallfahrtskirche wurde entweiht. Sie benutzten sie als Pferdestall und als Schlachthaus und nutzten den Altar als Feuerstätte. Sie verbrannten die Kircheneinrichtung und zerschlugen alles, was nicht brennbar war. Das Dorfener Gnadenbild wurde zwar von ihnen mit Erde beschmiert, aber wunderbarerweise nicht gravierend beschädigt. Aber auch die Einquartierung und Verpflegung der eigenen Truppen war eine große Belastung für die Bürger und ging weit über alles Erträgliche hinaus. Das Vieh wurde gestohlen, die Ernten vernichtet und die Vorräte geplündert. Eine direkte Folge der Kriegsereignisse und der dadurch entstandene Hungersnot war eine große Pestepidemie. Knapp ein Drittel der noch verbliebenen Bevölkerung raffte der schwarze Tod dahin. Für die über 300 Todesfälle war der Kirchenfriedhof viel zu klein und deshalb wurde knapp 300 Meter hinter dem Isentor ein Friedhof für die zahlreichen Verstorbenen neu angelegt. In ihrer Not und Verzweiflung gelobten die Bürger den Bau einer Kapelle, die sie dem heiligen Sebastian, dem Schutzheiligen gegen die Pest, weihen wollten. Und schon ein Jahr später wurde mit dem Bau der Kirche direkt neben dem Pestfriedhof begonnen. Die Seuche war nun abgeklungen, aber der Hunger blieb. Die Felder waren verwüstet, die Obstbäume geschlagen, das Vieh geschlachtet. Gras und Blätter wurde die Nahrung der Menschen.
Nur wenige Jahre später wurde Dorfen von einer neuen Katastrophe heimgesucht. Im September 1650 brach ein Feuer aus, das sich rasch ausbreitete und ein Drittel der Stadt vernichtete. Viele Häuser der reichen Bürger wurden ein Raub der Flammen. Aber auch die Häuser der armen Tagelöhner, die hatten dann nicht mehr die Kraft und die Geldmittel, um sie wieder neu aufzubauen. Sie lagen noch Jahrzehnte später in Schutt und Asche. Der Name Brandstadtgasse erinnert noch heute daran. Die Wallfahrt zum Dorfner Gnadenbild, die schon seit Jahrhunderten bestand, erfuhr nach dem Dreißigjährigen Krieg einen neuen Aufschwung. Etliche Dorfner Geistliche förderten und unterstützten diese Pilgerfahrten. Das verhalf auch den Markt zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, sodass im Jahre 1717 ein neues Priesterhaus errichtet werden konnte. Damit standen nun für die bis zu 100.000 Pilger jährlich immer 20 bis 30 Priester zur Verfügung. Der Markt Dorfen weist eine lange Geschichte aus. Mit Höhen und Tiefen, mit Krieg und Hunger, mit Zerstörung und Wiederaufbau. Dass aus einem kleinen Dorf mit einer Handvoll Bürger einmal eine moderne Metropole entstehen wird, konnte damals wohl keiner ahnen. Und wir alle sollten dafür sorgen, dass Frieden und Freiheit in unserem Dorfen bewahrt bleibt.